Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu IDS Daily TV. Für den DAX, da ging es gestern mal wieder etwas nach unten. Allerdings hat sich ein Großteil der zwischenzeitlichen Abgaben nach der Rede der britischen Premierministerin Theresa May wieder egalisiert. Die Rede wurde von vielen Marktteilnehmern als versöhnlich empfunden. Der DAX, der schloss am Ende 0,1% tiefer bei 11.540 Punkten. Damit hat der DAX die kurzfristig kritische Unterstützungszone bis 11.400 Punkte erfolgreich verteidigt. Ein ganz klar positives Zeichen. Übergeordnet findet alles aber weiterhin unter der Überschrift Konsolidierung auf hohem Niveau statt. Ganz kurzfristig ist die technische Ausgangslage zur heutigen Eröffnung neutral. Ein erstes Signal für steigende Kurse würde der DAX oberhalb von 11.570 bis 11.583 Punkten erhalten. Bestätigt würde dieses Ausbruchssignal über 11.637 Punkten. Wie immer vier Produktideen mit Ralf Fayad, mit denen Sie auf diese Ausgangslage reagieren könnten. Auf der Long-Seite ein Turbo Classic Pool Zertifikat mit der WKN CE6 7CG, die Basis bei 11.175 Punkten. Dann haben wir hier noch einen Call-Optionsschein auf den DAX mit der WKN CD4 ZTP, Basis bei 11.500 Punkten. Falls Sie hingegen mit fallenden Notierungen rechnen, haben wir hier auf der Short-Seite ein Unlimited Turbo Bear Zertifikat mit der WKN CE5 UYZ, Basis bei 12.579,63 Punkten. Und zu guter Letzt noch ein Put-Optionsschein auf den DAX mit der WKN CD4 ZXU, die Basis bei genau 11.500 Punkten. Wir schalten an die Börse zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Schönen guten Morgen, Viola. Ja, diese Woche hat der DAX ja wirklich einiges zu verarbeiten aus Politik, aus Unternehmen und von Konjunkturseite. Da prasseln die Meldungen nur so auf uns herein. Wie geht der Markt denn damit um und was steht heute alles auf der Agenda? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Und da heißt es immer, politische Börsen haben kurze Beine, aber die könnten ja auch ganz schön für Unruhe sorgen. Gestern war es ja vor allem die Rede der britischen Premierministerin Theresa May, auf die wir gewartet hatten. Und im Laufe der Rede hat sich der DAX dann auch eines Besseren besonnen und zumindest seine Verluste reduziert. Bis zum Ende des Handels dann nur noch ein kleiner Verlust von 0,1%. Also immerhin hat man jetzt Klarheit, wie der Brexit denn nun vollzogen werden soll. Und ganz so hart hat sich dann irgendwie doch nicht mehr angehört. Eher versöhnliche Töne. So hat man das zumindest in Börsenkreisen gedeutet. Das ist schon mal was ganz Gutes, eine gute Nachricht, weil wir eben gestern quasi mit einem eher positiven Move noch aus dem Handel rausgegangen sind. Und diese Bewegung, die könnten wir jetzt noch ein bisschen in den Handelstag mit hineinretten, unterstützt von positiven Vorgaben aus Asien. Da sehen wir nämlich heute den Nikkei im grünen Bereich, aber besonders deutlich den Hang Seng. Also der konnte heute richtig punkten, aber auch der Shanghai Composite lässt sich nicht lumpen. Von der Wall Street gestern eher so ein bisschen gemischte Töne, da ging es für den Dow am Ende des Tages um 0,3%. Abwärts. Hier gab es Konjunkturdaten, die nicht ganz so gut ankamen. Und man blickt hier natürlich auf den Freitag und die Vereidigung von Donald Trump. Ja, heute steht noch einiges auf der Agenda von Zahlenseite. Zum Beispiel die Citigroup wird ihre Zahlen in den USA vorlegen. Ansonsten haben wir heute Vormittag noch die Verbraucherpreise der EU, am Nachmittag dann die für die USA und aus den USA noch die Realeinkommen und Daten zur Industrieproduktion. Also einiges, was der Markt dann auch noch zu verarbeiten haben wird. Aber im Moment sieht es nach einem positiven Start aus. Ganz lieben Dank, Viola, für die Einschätzungen. Unsere Marktidee, liebe Zuschauer, ist heute die Aktie von Hugo Boss. Die ist übergeordnet mit Bodenbildung beschäftigt. Komplettiert würde diese Bodenbildung mit einem nachhaltigen Anstieg über die Widerstandszone bei 61,20 Euro bis 61,86 Euro. Dann würde sogar Potenzial bis 70 bzw. sogar 78 Euro freigesetzt werden. Unterstützt ist die Aktie bei 57,69 Euro bis 54,57 Euro. Unterhalb der letztgenannten Zone würde sich das mittelfristige Chartbild dann wieder etwas eintrüben. Auch hier zwei Produktempfehlungen von Ralf Fayad. Auf der Longseite ein Best Turbo Bull Zertifikat mit der WKN CE5 SKE für 53 Cent und auf der Shortseite ein Best Turbo Bear Zertifikat mit der WKN CE3 B2Q für 1,21 €. Abschließend noch der Blick auf die Termine des Tages. Das ein oder andere hat uns Viola Grebe auch schon genannt. Um 11 Uhr bekommen wir aus der EU die Verbraucherpreise für den Dezember. Dann geht es weiter mit Daten aus den USA. Wir bekommen die Q4-Zahlen von Goldman Sachs und der Citigroup. Um 14.30 Uhr dann noch die Verbraucherpreise für den Dezember aus den USA. Und um 21 Uhr wird Janet Yellen, die Fed-Chefin, eine Rede halten.
Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen einen sehr erfolgreichen, sehr entspannten und schönen Handelstag und freue mich, wenn wir uns auch morgen hier wieder bei Ideas Daily TV live sehen. Bis dahin.